Es endet hier, aber es endet nicht komplett. Es geht ein bisschen weiter heute Abend, was als nächstes passiert. Und nochmal für ein Dankeschön an alle möchte ich Markus zu mir auf die Bühne bitten. Wie geht's weiter? Hallo. Ja, es ist nochmal Zeit, Danke zu sagen an alle, die hier mitgeholfen haben. Wir haben das 3 Monate lang vorbereitet. Wir sind ganz glücklich, dass mehr Menschen gekommen sind, als wir erwartet haben. Rund 450 Besucherinnen und Besucher hatten wir den Tag über hier. Wir danken erstmal der Bundeszentrale für politische Bildung, Wikimedia Deutschland, dem Chaos Computer Club und Mozilla für die finanzielle Unterstützung, die uns auch ermöglicht hat, die Eintrittspreise so gering wie möglich zu halten. Könnt ihr vielleicht mal kurz klatschen. Dann ein sehr großer Dank an das Video Operations Center vom Chaos Computer Club, die uns hier ein Livestreaming und Aufzeichnung von beiden Bühnen in offenen Formaten geschafft haben, was bis kurz vor Beginn noch in der Schwebe stand, weil ein Spediteur 24 Stunden zu spät die Technik anlieferte. Deswegen gab es heute Morgen vielleicht auch die eine oder andere Komplikation mit Beamern. Das lag einfach daran, dass, ja, was kann auch nur schief gehen, wenn man etwas groß plant. Damit hat keiner gerechnet, aber auf jeden Fall vielen Dank an das VOG. Dann ein großer Dank an alle Helfer, die mitgeholfen haben, die die Kamera gemacht haben, die wie Geraldine und Mirko hier die Stage-Betreuungen bzw. Moderationen übernommen haben. Es tut mir jetzt leid, ich fange jetzt nicht an, noch andere mit Namen aufzuzählen, weil ich garantiert ein oder zwei wieder mit Namen vergessen habe, aber ich danke euch und vergesse euch das nicht, dass ihr mitgeholfen habt. Ich danke allen Sprecherinnen und Sprechern, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Zahl, über 30 waren es auf jeden Fall. Ich danke unserem tollen Team, Julia, die Projektleitung gemacht hat, Stefanie, die jetzt schon irgendwie im Büro ist, darauf wartet, dass gleich der Kurier kommt, unsere Praktikanten, die ganz viel mitgeholfen haben, allen, die extern mitgeholfen haben, Melanie, die Grafik gemacht hat, wahrscheinlich habe ich jetzt noch ganz viele andere vergessen. Ja, danke für alle. Danke vor allen Dingen auch all unseren Unterstützern, die uns finanziell unterstützen und damit ermöglicht auch haben, dass wir diese Konferenz machen können. Und danke euch allen, dass ihr gekommen seid, dass wir tatsächlich auch ein Publikum gefunden haben für das, was wir uns vorbereitet haben. So. Na gut. Dankeschön. Ich muss das jetzt auch noch halten. Gut. Ja, will noch jemand auf die Bühne? Ein paar passen noch drauf. Wie geht's noch weiter? Danke. Ja. Wir bauen jetzt hier ab. Dann schauen wir zu, dass wir das alles ins Büro bekommen oder ins CCC-Lager und wo alles noch hinkommt. Dann ab 20 Uhr öffnet das Menschmeier. Das ist in der Stockower Straße, Landsberger Allee ist der nächste S-Bahnhof, von wo man aus am schnellsten von der Ringbahn zum Menschmeier kommt. Ab 21 Uhr haben wir inhaltliches Programm. Erstmal wird Gillian York von der IFF etwas über die politische Geschichte von Hashtags beginnend 2009 bei den iranischen Protesten erzählen. Dann machen wir unsere jährliche Kommentarlesung, wo wir die skurrilsten Kommentare, Leserbriefe, Tweets zu uns und unseren Themen präsentieren. Und dann präsentieren Konstanz und Elisabeth das Netzpolitik-Quiz und versuchen rauszufinden, wer von unseren Besuchern denn am meisten über Netzpolitik weiß, beziehungsweise die Fragen von ihrem Quiz beantworten kann. Und im Anschluss haben wir auf 3 Floors unterschiedlichste Musik, elektronisch bis Punk. Mit diesem Badge erhaltet ihr kostenfreien Eintritt. Alle anderen müssen bezahlen, dient aber auch wiederum der Refinanzierung des Abends. Ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Geburtstag. Ach so, ja, wir feiern auch noch 13. Geburtstag von Netzpolitik. Den hatten wir letzten Monat, aber... Ach so, das muss ich jetzt, ja, danke. Ja, genau.
Wir wollten dich eigentlich ein bisschen überraschen mit unserem Auftritt, aber du hast dich jetzt überhaupt nicht außer Ruhe bringen lassen. Also du bist anscheinend sowas gewohnt. Wir wollten dir nochmal gratulieren und vor allen Dingen auch deiner Redaktion. Wir würden jetzt eigentlich gerne nochmal die Leute, die an der Politik mitschreiben, auch nochmal mit auf die Bühne bringen. Wir haben nämlich Getränke auch noch organisiert und Kuchen und wollten halt einfach nochmal Danke von ganzem Herzen sagen für den täglichen Kampf, den ihr hier alle für unsere digitalen Rechte führt. Und freuen uns darüber. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Oh. Was? Ja, ja, hallo, Redaktion. Keine Ahnung, wo meine Redaktion ist. Sie steht wahrscheinlich wieder draußen und raucht. Kann die mal jemand rein? Na gut, Prost, ne? Ah, Thomas ist wach. Ja, ja. Da ist André. Anna ist schon im Mensch. Maya, Stefanie ist in der Redaktion. Markus ist möglicherweise schon weg. Ja, Praktikanten auch. Johannes, Leon, Matthias. Ja, hallo, ihr könnt auf die Bühne. Ihr müsst aber nicht, aber sonst kriegt er keinen Sekt mehr. Gut, dann können wir es auch ganz schnell hier beenden. Danke fürs Kommen. Viel Spaß noch. Kommt später zur Party. Ciao.